Wie man die Berliner Verwaltung zukunftsfähig machen kann. Ein Vorschlag der Berliner Linksfraktion. Das ist Jay Lan. Seit einigen Jahren arbeitet sie in einem Berliner Bezirksamt. Sie macht ihren Job gut und gern. Doch heute kommt einiges auf sie zu. Ihr Kollege Fritz geht in Rente, ein alter Hase mit Erfahrung im Büro. Und als würde das nicht schon genug Mehrarbeit verursachen, wird auch noch ihre Kollegin Heike krank. Jay Lan macht sich allmählich Sorgen. Wie lange können ihre Kolleginnen und sie die ganze Arbeit noch zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger stemmen? Jay Lan ist mit ihren Sorgen nicht allein in Berlin. Feuerwehrleute, Ärztinnen, Gärtner, Sozialarbeiterinnen, sie alle fühlen sich im Stich gelassen. Die Personalprobleme sind im gesamten öffentlichen Dienst der Stadt spürbar. Der CDU-SPD-Senat hat das Problem jahrelang ignoriert. Nun droht die Berliner Verwaltung zu kollabieren, wenn sie nicht mit ihren Aufgaben wächst. Um den öffentlichen Dienst zukunftssicher aufzustellen, hat die Linke einen Plan entworfen. Personal muss im Senat Chefsache sein. Eigens dafür wird ein Staatssekretär ernannt, der sich um die gesamtstädtische Personalpolitik kümmert. Der Staatssekretär hat allerhand zu tun. Erstens sorgt er für die Personalgewinnung, das heißt, er wirbt um qualifizierte Fachkräfte und Quereinsteiger, schafft bedarfsgerecht neue Stellen und sorgt für mehr Ausbildungsplätze. Zweitens bündelt er das gesamte Angebot an Arbeitsplätzen in Berlins öffentlichem Dienst, damit die Bezirke freie Stellen schneller besetzen können. Drittens schließt er die Gerechtigkeitslücke, die in der Bezahlung zwischen Berlin und dem Bundesdurchschnitt klafft, und fördert Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten im öffentlichen Dienst. Das alles wird nicht von heute auf morgen gehen. Doch es ist dringend notwendig, damit die Menschen im öffentlichen Dienst die Anerkennung, die Perspektiven und auch die Bezahlung erhalten, die sie verdienen. Jay Lan ist guter Dinge. Heike ist wieder fit und ihre neue Kollegin ist gut ausgebildet und motiviert. Nun kann Jay Lan endlich die Fortbildung machen, auf die sie so lange verzichten musste. Das nützt ihr und das nützt Berlins Gemeinwesen. Gute Arbeit. Gute Verwaltung.